Samantha Fox wurde 1966 in London geboren. Sie zählt zu den berühmtesten britischen Sängerinnen der 80er. Erstmals bekannt wurde sie im Alter von 16 Jahren als das Mädchen von Seite 3 in der Sun. Dort war sie oben ohne abgelichtet. Schnell avancierte sie zu einem erfolgreichen Pin-Up-Girl und Sexsymbol. Fun Fact: 1983 ließ sich Samantha Fox ihre Brüste für $500.000 versichern. Ab 1986 widmete sie sich ihrer großen Leidenschaft, der Musik. Ihre erste Single Touch Me wurde sofort ein gefeierter Hit und Samantha zur anerkannten Musikerin, die sogar mit Freddie Mercury feierte. Wochenlang war Samantha mit dem heutigen Kultsong weltweit in den Charts vertreten. Danach folgten weitere Hits wie Nothing's Gonna Stop Me Now und Naughty Girls. Doch wie erging es der sexy Sängerin die letzten Jahre? Musikalisch wurde es ruhiger um Samantha. Vereinzelt veröffentlichte sie Singles und Compilations. Das letzte Studioalbum erschien 2005. 2009 nahm Samantha an der britischen Version vom Dschungelcamp teil. 2016 war sie bei Promi Big Brother zu sehen, wo sie den 7. Platz belegte. 2017 lockte dann Hollywood. Sie war in einer Nebenrolle in Sharknado 5 Global Swarming zu sehen. Auch heute noch ist Samantha Fox im Musikbiz tätig. Im April 2018 veröffentlichte sie ihre neue Single Hot Boy und tourte durch Europa. Samantha Fox ist noch immer ein absoluter Hingucker. Die Sängerin hat ihre unglaubliche Ausstrahlung beibehalten und sieht einfach fantastisch aus. Und wie sieht es in Samantha Fox' Privatleben aus? 2003 outete sich die britische Sängerin und gab die Beziehung zu ihrer Managerin Myra bekannt, welche tragischerweise 2015 ihrem Krebsleiden erlag. Auch auf Instagram ist die Sängerin aktiv. Fast 100.000 Follower hat die Ikone der 80er auf der Social-Media-Plattform. Dort gibt die Sängerin auch gerne Einblicke in ihr Privatleben und hält ihre Fans auf dem Laufenden. Auf Instagram findet man viele Bilder von Samantha und ihrer Freundin Linda. Die beiden sind seit 2016 ein Paar und auch verlobt. Immer wieder postet Samantha rührende Liebeserklärungen an ihre Linda. Die einzige für mich auf der Welt, die mein Herz für wahre Liebe geöffnet hat, für immer. Auch auf YouTube ist die Sängerin aktiv. Auf ihrem Channel veröffentlicht sie regelmäßig neue Videos.